Ja, moinsen und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Blasters Rote Katzenkommando. Im letzten Part haben wir die erste Hälfte des 11. Kapitels abgeschlossen und eigentlich würde ich sagen, komm, wir machen damit weiter. Aber es gibt ein Problem und zwar, naja, ihr seht schon unten links des Topscreens, ja. Ich habe wieder ein bisschen Unikugeln gefarmt, aber ich glaube nicht, dass das Ganze ausreicht, um meine ganze Truppe auf Level 70 zu bringen. Denn, naja, die zweite Hälfte von Kapitel 11 besteht im Grunde gesagt einfach darin, dass, ja, man gegen Gaana und Kabukin kämpfen muss und beide haben eine Stufenempfehlung von Level 70 und jetzt mal ganz im Ernst, als ob ich das schaffen kann. Wir gucken trotzdem mal, dass wir unsere, ja, Yokai Watchs ein wenig verbessern. Ich würde sagen, bei Kyubi wird es sogar noch mehr Sinn machen, denn er ist nur auf Level 53 und der muss ein bisschen aufholen. Und ist es auf Level 63. Ich habe noch knapp 60.000 Unikugeln übrig. Ja, Gönjamin, würde ich doch mal sagen. Lul. Ja. Ich könnte halt allerhöchstens jetzt noch jeden Yokai einmal verbessern. Wobei es bei Schattenarte schon relativ kritisch wird, denn den zu verbessern, das ist scheiße teuer. Liegt aber auch daran, dass es ein Rang S ist. Ja, also hier könnt ihr schon ungefähr sehen, wo die Verbesserungsreise hingeht, wenn man einen Yokai auf Level, ja, 63 hat und der Rang S ist. Und im Vergleich dessen, einen Yokai zu haben auf Level 61 und er ist halt Rang W. Das ist, das sind Welten, möchte ich sagen. Trotzdem konnten wir unsere Yokai relativ gut aufleveln und ich habe trotzdem heute etwas vor und einiges vor. In Bezug auf die Bosse. Es gibt ja noch diese Oberboss-Partien oder diesen Modus, den man machen kann. Und ich denke mir so, ja moin, bevor ich jetzt hier mit Gaana und so weiter mache und mit Kabuking und hast du nicht alles gesehen in Kapitel 11, will ich erstmal die Oberbosse klatschen in der extra dafür vorgesehenen Oberboss-Sektion. Lecker Schmecker, meine Brudingenhose. Ich habe heute 4 Yokai-Matten-Nutzungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay. Ist gönnbar. Ja. Wissen wir alle Bescheid. So, Patrouille. Habe ich hier und da mal in Streams gezeigt, deswegen, ja, will ich das jetzt hier nicht an sich so groß anpreisen und so. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Extra-Part XXL, wo ich die Patrouille in jedem Level zeige und so. Muss ich schauen. Aber das ist hier das Ding. Bevor wir jetzt hier mit der Handlung weitermachen und uns, ja, bei Gaana und Kabuking Zähne ausbeißen aufgrund unserer Unterlevelung, gehen wir in den Oberboss-Modus und ich weiß gar nicht so genau, wie ich das heute machen möchte. An sich würde ich sagen, komm, wir gehen heute mal jeden einzelnen Boss durch, soweit wie ich halt eben kann. Vielleicht mache ich es halt so, dass ich hier die ganzen Kategorien pro Part durchgehe und die Yokai auch irgendwie versuche mal auf normal und auf super zu schaffen. Gucken wir. Und das Ganze halt bei jedem einzelnen Boss, den es hier gibt. Da muss ich mal schauen. Aber wir fangen an mit Gargaros, Mensch. Und der wird heute ordentlich geklatscht. Und das sollte auch kein Ding sein, weil wir sind Level 21. Das heißt, easy going. Ja. Es gibt ja nicht mehr viel, was man machen kann, habe ich gehört. Ich dachte, okay, das Spiel geht nach der Hauptstory erst so richtig los. Aber an sich ist es, wie ich gehört habe, nur ein einziges Kapitel, das noch dazu kommt, Kapitel 11, das sich in zwei Unterkapitel teilt. Ja, und was soll ich sagen? Naja, das ist halt eben nicht so viel, ne? In der Hinsicht, ja. Müssen wir halt auch jetzt eben gucken, dass wir die Oberbosse auch mal machen, ne? Denn das ist so eine Sache, die habe ich extrem schleifen lassen. Leodrio, Bruders, ich habe dich schon angefreundet, ja moinsen. Wir gehen direkt zu Gargaros rüber. Und ich bin mal sehr gespannt, wie schnell ich den klatschen kann. Ich glaube, die Level-Empfehlung da war irgendwie Level 12 oder so. Wenn ich mich nicht täusche, kann das sein? Ist möglich, ist möglich. Gargaros ist auch direkt hier. Ich packe meinen Angriff drauf und ja, er hält schon ein bisschen was aus, ne? Also ich sag mal so, er macht zwar kaum Schaden, aber er ist halt immer noch relativ tanky. Und wisst ihr, was ich in diesem Spiel ultra hasse? Wenn meine Attacken einfach abgebrochen werden. Warum kann ich diese Attacke nicht machen? Ich lasse los und sie wird nicht gezogen.
So, was ist das denn für eine Welt? Ich mache meine Attacken und die kommen nicht an. Obwohl ich sie komplett aufgeladen habe. Gut, ich meine, hier und da werden die Attacken halt abgebrochen, wenn ich getroffen werde. Wenn ich Schaden bekommen habe. Aber das war manchmal halt eben nicht der Fall. Sowohl online als jetzt auch hier zum Beispiel. Wo ich diese Giftattacke gemacht habe. Ja, und was soll ich in Sasen, die nicht angekommen ist? Frechheit. Wir gehen nicht zum Oni-Dingenskirchenort, weil, ganz ehrlich, wir bekommen dadurch so wenig Schaden, dass es sich halt überhaupt nicht lohnen würde. So, Gargaros ist fast tot. Er ist tot, das heißt, er kann auch ordentlich Oni-Kugeln loslassen. So, wir greifen weiter schön an. Lecker, 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 lecker. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Oni-Kugeln ich erwarten kann. Oh, da war schon eine relativ große. Ja, lecker! Oh, das hat doch relativ viel Schaden gemacht. Mehr, als ich gedacht habe, aber ist kein Beinbruch. In dem Sinne geht das eigentlich voll klar. Das Ding ist, Gargaros ist auch relativ langsam, ne? Und er bleibt auch oft stehen. Das macht es mir halt sehr einfach, ihm halt ein paar Oni-Kugeln abzuflexen. Ja, lecker Schmecker! So, bleib am besten zwar stehen, du dicke Sau. Die Attacke kam hoffentlich an, so ist es. So, alle Attacken einfach mal abschicken. So, sehr gut. Ja, bis jetzt waren es 600 irgendwas Oni-Kugeln. Ist okay. 700 haben wir jetzt. Aber Gargaros bleibt echt verdammt lang stehen. Ich frage mich, warum ich gerade eben die Chance nicht genutzt habe, weiterzulaufen, sondern mich lieber um die Patrouille gekümmert habe. Voller Schwachsinn. So, nochmal angreifen. Und dann glaube ich, war es das jetzt. Ja, okay. Ja, also die Boss-Sequenz oder die Boss-Mission hier sind an sich so aufgebaut, wie auch schon in der Haupthandlung. Man kämpft halt erstmal in einem bestimmten Gebiet gegen Gargaros oder gegen einen Boss. Und dann kommt es ja meistens zur zweiten Phase, aka, ja, der Boss rennt halt weg. Ihr könnt eben Unikugeln abzwacken. Und dann kommt es halt zum finalen Kampf. So, Ultisilbrudes, Inferno HD. Ja, moinsen. Also ich denke, wenn wir ihn heute noch mit dem Supermodus schaffen, dann läuft das. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir uns ja um den Boss halt immer wieder kümmern. Also dass wir halt pro Part sagen, hey, heute gibt es halt einen Gargaros-Marathon. Und im nächsten Part dann den Orkanos-Marathon. Und so weiter und so fort. Wir gehen da chronologisch vor. Ich muss noch schauen, wie ich das mache. Je nachdem, wie ich es halt eben schaffe, meine Yokai ja halt eben aufzuleveln. Ne? Ich möchte mich jetzt jeden Tag an sich hinsetzen und so um die 200.000 Oni-Kugeln farmen. Mal mehr, mal weniger. Das ist so das Ding. Ja, los jetzt. Greift sie doch an, meine lieben Brudingos. Gargaros wird es uns danken. Also ich bin auch sehr unschlüssig über, ja, das System, wie ich hier vorangehen werde. Aber ich denke, jetzt die letztere Option klingt doch ganz plausibel an sich und klingt machbar. Kann man durchziehen. Ich meine, ihr habt gesehen, so, ja, Gargaros ist für uns keine Gefahr. In der Normalform. Das Ding ist halt, Gargaros wird halt mit jeder einzelnen weiteren Form stärker. Das heißt, ja, es ist ja gerade dieser Normalmodus des Boss-Rushes gegen Gargaros. Und warum sieht Gargaros gerade so dunkelrot aus? Ist das normal oder war das gerade wegen der Sonneneinstrahlung? Hat sich ein Schatten gebildet? Ich weiß es nicht. Wir haben das Gargaros-Horn aufgesammelt. Das ist auch wichtig. Gerade in der Hinsicht ist das wichtig, damit wir quasi... Wo ist die Tür? Da hinten. Ja, Monstermaterialien sammeln können, um unsere Items zu verbessern. Und da müssen wir auch mal heute gucken, ob wir vielleicht sogar unsere Items heute mal verbessern können. So können wir auch unsere Yokai stärken. Nicht durch Level-Up, aber durch Verbesserung der Items. Das ist das Ding. Schauen wir mal. So, ja, wir haben jetzt ja nicht viel Unikugeln bekommen, aber das passt schon. Mhm. So, und ich würde sagen, es geht dann direkt weiter mit dem Supermodus. Wie gesagt, die Bosse werden halt von normal zu super stärker.
oder ich sag mal, die werden von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad halt eben stärker. Wer hätte es gedacht, ja? Hier steht Level Limit von 62 und hier von 31. Das heißt, unsere Yokai eben haben deswegen nicht so viel Schaden gemacht, weil sie quasi auf Level 31 zurückgesetzt worden sind. Ja, das macht dann irgendwo Sinn, dass wir ihn nicht innerhalb von Sekunden geklatscht haben. Lecker. Ja, hier kann man an sich bekommen scharfes Gargaroshorn und das Gargaroshorn als coole Items, lecker. Mhm. Wie sieht das hier aus? Trainingshanteln, okay. Ich habe gehört, dieses Item soll sehr wichtig sein. Fragt mich nicht warum. Vielleicht für eine Fusion oder so. So, wir gehen weiter voraus. Diesmal ist die Oberboss-Stärke auf 48, also schon härter als gedacht und ja, als vorher. Und da müssen wir uns zusammenreißen. Und wir müssen uns ins Zeug legen, das kommt noch dazu. Danke, Schleifer Brutz, für diesen Tipp. Mhm. So, diesmal mit blauen Flammen. Und ja. Diesmal ist es Gargaros in der Superform. Und die Bosse werden, wie gesagt, von Form zu Form stärker. Das heißt, bei der Ult... Ich will gar nicht wissen, was für eine Stufenempfehlung ich bei Level... ich will nicht wissen, was für eine Stufenempfehlung ich... Oh, fuck. Falscher Yokai. Lul. Ich hätte eigentlich auf Cube gehen wollen. Hat leider nicht ganz funktioniert. So, jetzt aber. Mhm. Aber ja, ich will gar nicht wissen, um wie viel gerade Ultra Gargaros stärker ist. Also das will ich gar nicht erst rausfinden. Das ist wahrscheinlich, ja. Nee. Das Ding ist, hier ist halt die Levelbegrenzung irgendwie 62 gewesen. Das heißt, jeder meiner Yokai ist eher auf Level 62. Das heißt, wir werden nicht so viele Stufen zurückgesetzt. Wie man auch schon hier erkennen kann, denn wir machen immer noch mordsmäßig Schaden, meine lieben Brudingos. Ja, lecker! Mhm. Ja, das ist halt so das Ding. Mal gucken, ob wir heute noch die Ultra-Gargaros-Form schaffen. Ich bin mal gespannt. An sich würde ich aber sagen, ja. Level 21 für die Normalform, Level 48 für die Superform. Das wird dann bestimmt irgendwie Level 70 oder so für die Ultra-Form sein. Irgendwas mit Level 70. Das heißt, wir werden auch da wieder unterlevelt sein, as fuck. Und das ist nicht so lecker. Wo ist die, ja komm, ich würde sagen, wir gehen mal kurz mit, Schatten-Arto. Meine Güte, Schatten-Arto, du dumme Sau. Du Schwein! Wir gehen mal ganz kurz zur, ja, Bombenentschärfungsstelle. Denn ich bin der Bombenentschärfungsexperte. Ah. Ja. Aber ich glaube, irgendwann, also... Auch dann, wenn meine Yokai nicht mehr Level uppen können, aka wenn sie auf Level 99 sind. Es ist ja das Ding hier in diesem Spiel, dass die Bosse über Level 99 kommen können. Meine Yokai können das nicht. Das heißt, es wird halt nach wie vor eine schwierige Angelegenheit, ja moin, die Bosse zu besiegen, selbst wenn man auf Level 99 ist, auf der Maximalform so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt sehr hart. Oh mein Gott, er hat eine blaue Uli-Kugel fallen lassen. Ja, lecker! Viele sagen auch dem Bosskampf von Dunkelwurz nach, dass man dort ultra viele Uli-Kugeln farmen kann, um nicht zu sagen, ich habe bei Ultra Dunkelwurz was gehört von 100.000. Also 100.000 Uli-Kugeln, die man da einfach so erfarmen kann. Das ist eine Hausnummer. Wo läuft er lang? Ach, Lull. Ach, Gargaros, du alte Sau. Ich hoffe, er lässt noch irgendwann eine zweite fallen, ey. Eine zweite riesige Kugel, Alter. Das wäre natürlich nice Tendo, aber ich denke, das war's jetzt, ja. Wir werden hier im Krämerviertel, beziehungsweise im Blütenweg gegen ihn kämpfen. Ja, Gargaros, ja, ja, ja. Ibims. Böse. Gargaros ist im Einkaufsviertel. Seid vorsichtig, ja? Mhm. Ich glaube, diesmal meint er es ernster als eben. Mhm. Das Ding ist, hier kann ich die Kamera aber nicht freischwenken. Das ist ein kleines Problem. Ja, moin! So, und ich bin mal gespannt, ob ich gleich als Belohnung
das Super Gar oder das Spitze Gargaroshorn bekomme. Das wäre natürlich ultra geil. Aber ihr seht, selbst hier macht er halt überhaupt keinen Schaden. Wenn wir jetzt 14 Level über ihm sind, dann läuft das. Trotzdem. Und vielleicht kann ich sogar noch meine Ulti-Seel ein zweites Mal machen. Wäre natürlich sehr geil. Aber das ist halt so das Ding momentan. Mein Rhythmus in Yo-Kai Watch Blaster sieht so aus momentan. Ich mache halt nichts anderes als, ja, keine Ahnung, jeden Tag 300.000 Unikugeln zu farmen. Warum wurde der Tag jetzt abgebrochen? Warum? Warum? Das macht keinen Sinn, Alter. Ist irgendwie vollkommen dumm. Aber so sieht mein Tagesrhythmus halt momentan aus. Jeden Tag. Da, es wird schon wieder abgebrochen. Liegt es daran, dass die Lebensleiste verschwindet und ich ihm da keinen Schaden machen kann oder so? Ist ja trotzdem voll schwachsinnig. Ich würde ihm trotzdem ganz gern Schaden zufügen. Egal zu welcher Zeit. Voll der Schwachsinn. Aber weißt du, so Angriffe aus 10.000 Meter Entfernung, die funzen da natürlich. Das macht keinen Sinn, Alter. Ich meine, klar, die Attacke wird dabei nicht verbraucht, aber trotzdem so. Das ist doch trotzdem unnötig, dass die Attacke nicht getroffen hat. Aber ja, zurück zum Thema. Ich habe wirklich jetzt momentan nichts anderes zu tun, als jeden Tag mich hinzusetzen, mit Abonnenten unter anderem, um 200.000 Unikugeln zu erfahren, um meine Yo-Kai wenigstens ein bisschen aufleveln zu können. Weil es in diesem Spiel halt wirklich keine andere Möglichkeit gibt, außer online ultra viele Unikugeln zu sammeln. Ja gut, okay, Dunkelwurz ist eine Möglichkeit, aber zu der müssen wir erstmal hinkommen. Deswegen, ja. Ihr wisst ja, dass Wabbelwurz zwei Formen hat. Einmal die Wabbelwurz-Form halt und die Dunkelwurz-Form. Und wir werden erst in den nächsten Parts bei Dunkelwurz ankommen, deswegen, ja, müssen wir schauen, wann wir es letztendlich schaffen, bei Dunkelwurz anzukommen und uns selber mal ein Bild davon zu machen, ob wir jetzt wirklich knapp 100.000 Unikugeln bekommen, durchs Besiegen von ihm. Klar, online wird das wahrscheinlich noch besser klappen als mit Bots, ne, ihr wisst, Bots sind dieses Spiel, insofern sie in meinem Team sind, ultra dumm, das ist ein Fakt. Die Botmates sind ultra dumm in diesem Spiel und werden halt dementsprechend nicht immer auf den Boss draufhauen. Es sei denn, ich programmiere sie so um, aber selbst dann tun sie das nicht oft. Und das Ding ist ja bei der Weglaufphase, dass man schnell und oft auf diese... Oh, geil. Ein Brudes! Das Ding ist ja quasi an den Bossen, dass, wenn man ihn hinterherrennen kann, ihn auch immer und immer Schaden zufügt, ne? Damit sie halt eben diese Unikugeln fallen lassen. Und ich sag mal so, Bots würden nicht so oft draufhauen wie Online-Mates, also Abonnenten oder random Bobs, mit denen man halt eben zusammenspielt. Das heißt, online könnte man dann doch schon vielleicht zehntausende Unikugeln mehr bekommen. Aber wir gucken uns, wie gesagt, dann irgendwann bei Dunkelwurz an, wie das denn ist. Oh Gott, Usapion hat ja gerade richtig gelitten. Man kennt's! Ja. Wisst ihr, und das wäre halt nicht passiert, wenn wir mit einem Online-Teammate zusammengearbeitet hätten. Aber wieso frisst Usapion so viel Schaden? Ich check das nicht. Ich habe das Gefühl, Usapion ist irgendwann auch mal Feierabend, ne? Ich glaube, Usapion ist nicht mehr so die hellste Birne an der Lampe und muss ausgewechselt werden. Aber wortwörtlich, meine lieben Brudingos! Ich hätte auch sagen können, nicht mehr die hellste Kirsche auf der Torte, aber das ist so ein 18. Jahrhundert-Spruch, also moinsen. So, 4.500 Unikugeln bekommen. Lecker Schmecker, meine brudigen Kurs. Ja. Und dann halt nochmal müssen wir bedenken, dass wir noch die Unikugeln fürs Abschließen der Mission bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das gewesen sind, vielleicht 3.000 oder so. Also ihr seht, hier in der Boss-Rush-Partie kannst du schon mehr Unikugeln farmen als, ja, in der Haupthandlung, ne?
Ja, 3800, das heißt, wir haben jetzt knapp über 10.000 Unikugeln gemacht. Lecker. Und haben das scharfe Gargaros-Horn bekommen. Ein Horn von Gargaros, es ist enorm stark und spitz im Kampf geworden. Aha! Ja, dann mal vielen Dank. Vorgaben erfüllt. 4-mal Gargaros U-Kugel bekommen. Okay. Was auch immer das für ein Item ist. Wir werden es uns gleich anschauen, meine lieben Brudiniusse. Aber ich weiß nicht. Also jetzt hätten wir wahrscheinlich die Ultraform freigeschaltet, ne? Level 100, willst du mich verarschen? Was? Ja, besiege Ultra Gargaros, ja? Wow. Es gibt zwar 15.000 Unikugeln als Belohnung und als Spezialgewinn gibt's Gargaros. Aber ich weiß nicht. Gut, die Gargaros-Seele ist auch krass, das Ultra-Gargaros-Horn ist auch krass und so, aber ich sag mal so, 100, das kriegen wir nicht hin. Deswegen lassen wir das erstmal aus und machen dann im nächsten Part weiter mit Ogralos Brudes. Ja, moinsen. Wir gucken uns erstmal an, was diese Gargaros-U-Kugel denn überhaupt ist, weil ich weiß es nicht. Vielleicht kann man damit irgendwie aufleveln oder so. Ich weiß es nicht. Wo finde ich die denn? Wo ist die denn? Ah, hier ist sie. Fordere Gargaros im Ultramodus heraus. Leuchtet sie rot, siehst du schwarz. Ja, was kann ich damit denn machen? Kann ich sie ins Level-Up investieren oder sowas? Wir gucken es uns mal an. Gehen auch gleich zum Shop. Und ja, gucken mal, ne? So, Levelaufstieg. Irgendwie kann ich da die Kugel nicht benutzen. Ja, dann ist es auch vollkommen egal. Wenn ihr wisst, was diese Kugel drauf hat, hauen sie hinaus! Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir uns vielleicht diverse Items, ja, verbessern. Ausrüstung stärken. Und das Aurora-Amulett. Ja, ja, genau. Das hat ja gerade Schatten-Arthur, ne? Können wir aber nicht verbessern, weil uns dafür zwei Herziger-Kugeln fehlen. Ja, schade. Schade. Ich meine, ihr seht die Verbesserung, die auf der Hand liegt, ne? Schade, schade, Marmelade, meine Brots. Ah, toll. Was brauchen die denn so viele Herziger-Kugeln, Alter? Was hatte ich nochmal? Kaninchenwerfer, wie sieht's denn da aus? Verschlingerbackenzahn, Robo 28 Motor, Tapferkugel. Ja, aber wie gesagt, Usapion habe ich jetzt eher angedacht, den bald mal rauszupacken, weil er mir nichts mehr bringt. Und auch die Katzenglocke kann ich nicht verbessern, weil mir dafür das G-Balze-Hauer fehlt. Man kennt's. Aber das Kätzchen. Glöckchen, das ist halt so krass. Guckt euch mal den Angriff an. Das ist eine heftige Kugel, Brutz. Ja gut, dann können wir halt immer noch nichts verbessern. Und farmen unsere ganzen Kristalle und die ganzen anderen Items zu Tode. Ich meine, es wäre cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Items zu kaufen. Aber das gibt's hier, glaube ich, nicht. Nee. Du hast keine Möglichkeit, die Items zu kaufen. Es gibt keine Möglichkeit, solche Items zu kaufen. So das Gargaros-Horn oder so. Es wäre halt cool, wenn es da irgendwie so einen Trade-Shop gibt. So einen Markt halt, wo man solche Sachen kaufen kann. Sowas wie ein Gargaros-Horn. Wenn man jetzt nicht die Böcke hat, ins Level zu gehen und zu hoffen, dass man die Kugel bekommt, dass man sie zu einem teuren Preis kaufen kann. Ich fände das fair. Aber gut. Brudingos, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch Blasters sehen, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin, hauen sie hinein!